Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Die letzten Videos sind unfassbar krank für euch angekommen. Dafür ein fettes Dankeschön. Und heute habe ich mal wieder ein FIFA 18 Video am Start, welches auch sehr interessant ist, würde ich jetzt mal zumindest sagen. Deswegen unbedingt einfach mal dranbleiben. Und was wichtig ist, Jungs, ich habe eine Zusammenarbeit mit dem Michael am Start. Ich habe ja so gut wie nie eigentlich Zusammenarbeiten bzw. Produktplatzierungen in meinen Videos drinnen. Das liegt einfach daran, dass ich Product Placements wirklich nur mache, wenn sie wirklich zu 100% zu meinem Kanal passen. Und was passt nicht besser zu meinem Kanal als Trading? Und da hat eben der Michael ein Buch veröffentlicht und ihr denkt euch jetzt, ah, Buch, Alter, ich lese das sicher nicht, ich kann nicht lesen, Alter. Nein, ihr denkt euch jetzt, Buch, ah, ist ein bisschen mühsam zu lesen und so, aber dieses Buch ist kurz, knackig und bringt euch wirklich weiter, was das Trading angeht. Dieses Buch ist vor allem, ja, ganz, ganz wichtig, vor allem zu FIFA 19 zu Beginn unfassbar hilfreich. Da stehen Trading-Tipps drinnen, da steht aber auch ein richtig fetter Trading-Tipp drinnen, mit dem ihr wirklich Millionen von Coins in FIFA 19 machen werdet. Das Ganze ist wirklich eine super Grundlage, um zu Beginn, aber auch während FIFA 19 viele Coins zu machen. Und der Michael hat das wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst, wie eben Trading in FIFA funktioniert. Und so könnt ihr wirklich, wirklich viele Coins machen. Und das ist wirklich einfach eine super Grundlage, ein super Grundbaustein, um eben viele Millionen Coins im nächsten FIFA-Teil zu bekommen oder jetzt auch noch in FIFA 18. Aber ich würde euch das Ganze eher für FIFA 19 empfehlen. Deswegen würde ich euch raten, euch dieses Buch einfach mal zu holen. Das Ganze kostet 15 Euro und der Link dazu befindet sich natürlich in der Videobeschreibung. Was der Michael auch sehr gut gemacht hat, er geht wirklich auch direkt auf eure Fragen ein. Und jetzt denkt ihr euch, hä? Wie soll der da direkt auf meine Frage eingehen? Der Michael hat auch eine Facebook-Seite und die ist unfassbar hilfreich. Dort beantwortet er jede eurer Fragen und dort könnt ihr eben auch weitere Trading-Tipps herausfinden. Dort wird auch diskutiert über das Trading in FIFA und so und das ist wirklich eine unfassbar hilfreiche Facebook-Seite. Den Link zur Facebook-Seite habe ich euch natürlich auch in die Beschreibung gepackt. Also falls ihr euch das Buch holt, unbedingt auch die Facebook-Seite abchecken, denn das ist dann einfach noch viel, viel hilfreicher und da könnt ihr noch viel mehr Coins machen. Bevor diese Zusammenarbeit gestartet hat, habe ich mir dieses Buch natürlich auch durchgelesen, denn ich will ja jetzt nicht hier euch irgendwas andrehen, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber das Buch ist jetzt wirklich so, dass man es sich wirklich gönnen sollte. Denn 15 Euro, das ist jetzt nicht so viel, wenn ihr euch überlegt, dass ihr ja, hunderte von Euro für FIFA Points ausgeben werdet. Deswegen ist 15 Euro, finde ich, nicht viel. Und dieses Buch wurde auch nochmal optimiert. Ich habe ihm Feedback geschrieben, dem Michael, und er ist wirklich darauf eingegangen, hat einiges geändert. Und deswegen finde ich dieses Buch jetzt wirklich sehr gut. Am Anfang fand ich es gut, jetzt finde ich es wirklich sehr, sehr gut. Und da kann man auf jeden Fall sich das Ganze mal gönnen, denn das ist wirklich, wie gesagt, eine super Grundlage und ein super Buch, um eben für Trading, um eben das Trading ja näher kennenzulernen, beziehungsweise halt auch einfach besser zu werden im Trading. Neben einigen Trading-Methoden ist da aber auch eben diese eine Methode beschrieben, wo er wirklich von Anfang bis zum Ende von FIFA Coins machen könnt und die beginnt eigentlich auch schon direkt zu Beginn und die zieht sich dann wirklich über das ganze FIFA und das ist wirklich eine super Methode, um eben Coins zu machen. Ja, Freunde, das war jetzt an sich auch schon diese Buchvorstellung. Ich fühle mich hier schon so wie ein Buch-Reviewer. Ja, Leute, dieses Buch, oh, ich gebe dem so eine 1-, ne, ja. Nein, ich denke mal, ihr wisst schon Bescheid. Also, ja, Link dazu in der Beschreibung. Link zur Facebook-Seite auch in der Beschreibung. Ich finde, das Ganze ist echt gut gelungen. Und deswegen solltet ihr das unbedingt mal abchecken. Und jetzt starten wir auch schon rein ins eigentliche Video. Ja, Leute, wir werden heute testen, ob der garantierte Ronaldo im Pack-Glitch funktioniert. Ich habe das Ganze gerade auf YouTube gefunden und wollte das einfach mal gemeinsam mit euch testen. Ich gehe natürlich stark davon aus, dass das Ganze nicht funktionieren wird. Der Link zu dem Video ist aber dennoch in der Beschreibung und ich werde euch jetzt keine Videoausschnitte oder ähnliches zeigen. Ich werde jetzt einfach 1:1 die Schritte, die im Video aufgeführt werden, werde ich jetzt nachmachen und dann schauen wir eben, ob wir diesen gratis Ronaldo bekommen werden. Laut des Videos ist Schritt 1, dass man ein Team erstellen muss, welches Ronaldo heißt. Und zwar mit 3 O's. Das ist angeblich ganz wichtig und es muss alles kleingeschrieben sein. Und das ist auch schon Schritt 1 dieses angeblichen Glitches. Diese Mannschaft muss jetzt einfach nur 100 Chemistry haben. Das werde ich jetzt einfach mal schnell durchführen. So, das Team haben wir jetzt und wir müssen jetzt angeblich in die 3-5-2-Formation gehen, was wir natürlich jetzt hier auch direkt machen werden. Also 3-5-2 haben wir am Start und dann muss man angeblich den linken Stürmer mit dem Keeper tauschen und das Ganze dann eben hier so stehen lassen. Okay, der nächste Schritt ist, dass man in die 4-3-3-Formation geht und dort dann auf die 4-3-3 die zweite geht, um
genauer zu sein, und hier dann eben den Stürmer wieder mit dem Tormann switcht und dann den linken Flügel, der also dann eben wahrscheinlich der neue Ronaldo ist, den gibt man in den Verein hinein und belässt es dann auch damit schon dabei. Der nächste Schritt ist, dass man das Wolfsburg-Trikot aktiviert. Somit läuft der Spieler dann eben hier mit dem Wolfsburg-Trikot heraus und das wäre jetzt eben auch erledigt. Und laut des Videos ist das Ganze jetzt schon abgeschlossen. Die Vorbereitungen sind getroffen und wir müssten jetzt im nächsten Pack, welches wir ziehen, Ronaldo ziehen. Das Ganze muss mindestens 5000 Münzen wert sein. Es kann auch ein Promo-Set sein und es kann eben auch hier dieses 5K-Set sein. Und das werden wir jetzt einfach mal öffnen und eben uns jetzt diesen angeblichen Ronaldo abholen. Aber Jungs, ich bin mir jetzt schon sehr sicher, dass das Ganze gefaked ist. Und zwar ist es das auch. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass wir eben keinen Ronaldo im Pack haben, sondern den guten alten Demme. Okay, und jetzt kommen wir auch schon zur Aufklärung dieses ganzen Videos hier. Und zwar hatte ich eben auf YouTube ein bisschen so herumgeschaut. Und dann habe ich diesen garantierten Ronaldo im Pack-Glitch gefunden. Und dachte mir so, yo, okay, ich teste das Ganze jetzt einfach mal in einem Video aus. Ist, denke ich, eine ganz coole Videoidee. Das ist ganz spannend. Funktioniert es nicht? Und deswegen mache ich eben dieses Video hier gerade. Kurz darauf bin ich dann aber drauf gekommen, dass das Ganze am 1. April produziert wurde. Das heißt, das Ganze war eher so ein Prank an die Community. Und deswegen will ich euch jetzt einfach mal fragen. Findet ihr es gut, wenn man solche Videos zum 1. April hochlädt? Denn ganz viele Leute denken natürlich, okay, ja, gratis Ronaldo. Und ganz viele wissen aber auch, dass es der 1. April ist. Was sagt ihr? Findet ihr solche April-Scherze auf YouTube gut oder findet ihr die komplett scheiße? Wichtig, Jungs, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich persönlich bin da, ja, ich bin da ziemlich neutral. Also einerseits finde ich sowas scheiße, weil wirklich viele Leute einfach nicht drauf achten und denken, ja, okay, das funktioniert. Vor allem, wenn man das Video eben nicht am 1. April anklickt, sondern halt eben 3 Monate später. Ja, deswegen ist das ein bisschen kritisch. Aber andererseits ist es ja auch ein ganz lustiger Gag, sage ich mal. Es ist ein ganz lustiger Joke. Und man kann auf jeden Fall ein paar Leute verarschen, was ja auch der Sinn vom 1. April ist. Also schreib du mir jetzt in die Kommentare, ob du es gut findest, dass man so einen April-Scherz im FIFA-Bereich macht, dann eben auch mit einem Glitch oder so. Oder findest du es komplett scheiße und es sollte nicht gemacht werden? Da interessiert mich deine Meinung gerade echt extrem, denn ich bin mir, wie gesagt, irgendwie nicht ganz sicher und stehe da so zwischen den beiden Parteien. Naja, Jungs, das war es jetzt an sich auch schon wieder mit dem heutigen Video. Das Ganze hat nicht funktioniert, ich fand es aber trotzdem irgendwie mal interessant, sowas auszutesten, auch wenn es natürlich jetzt nur ein Joke war von dem YouTuber. Aber ich fand es trotzdem irgendwie interessant und falls ihr wollt, dass wir wirklich mal so ein paar Glitches testen, die eventuell wirklich stimmen könnten. Wie gesagt, ich dachte am Anfang, dass der eigentlich auch vielleicht funktioniert. Also ich dachte natürlich nicht, dass er funktioniert, weil sowas im Normalfall nicht klappt. Aber es hätte ja sein können, bis ich dann eben das mit dem 1. April herausgefunden habe. Das habe ich ziemlich spät leider erst gesehen. Und ja, Freunde, damit war es mit dem Video. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Checkt auf jeden Fall gerne die Links in der Beschreibung ab. Auch eben zum Trading-Buch. Wie gesagt, ist eine super Empfehlung von mir. Und da würde ich euch echt raten, einfach mal euch dieses Buch zu holen oder euch zumindest mal die Facebook-Seite anzuschauen. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. Und dann war es das mit dem Video. Abo, Like und Glocke machen. Alles klar. Macht die Glocke. Ja, macht sie einfach. Bis dann. Haut rein. Habt immer High Hopes. Und ciao.